Die Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, Frau Alexandra Föderl-Schmidt, ist untergetaucht. Man weiß nicht, wo sie ist. Und man vermutet eben das Schlimmste. Das heißt, dass sie sich das Leben genommen hat. Extrem tragisch, extrem traurig, gar keine Frage. Und sicherlich hat das Ganze natürlich mit der Plagiatsaffäre zu tun, denn man war dabei, herauszufinden, dass sie eben abgeschrieben hat und deshalb ihr Doktortitel eigentlich illegitim ist. Und das Ganze ist natürlich für sie eine extreme Belastung. Ja, und das hat dazu geführt, dass sie zumindest untergetaucht ist und eben möglicherweise noch schlimmer. Aber was jetzt passiert in Deutschland, insbesondere in der linken Blase, das ist nur noch mit Hysterie zu beschreiben. Die Leute drehen richtig durch, denn sie suchen nun einen Schuldigen. Sie wollen jemand richtig in die Pfanne hauen. Und das ist natürlich der Auftraggeber für diesen Plagiat. Und zwar Herr Julian Reichelt und sein Informationsportal News, also N-I-U-S. Also nicht wie auf Englisch geschrieben, sondern eben News. Tatsächlich haben Julian Reichelt und News einen Plagiatsjäger in Auftrag gegeben, einen Herrn Weber, und er hat tatsächlich herausgefunden, ja, offensichtlich wurde schon im Vorwort abgeschrieben, und das hat offensichtlich diese arme Dame ja völlig aus der Fassung gebracht. Ja, sie wurde inaktiv innerhalb der Süddeutschen Zeitung, und wie gesagt, das Ganze ist wirklich sehr tragisch, man befürchtet das Schlimmste. Aber was passiert jetzt mit der linken Blase? Sie suchen jetzt unbedingt einen Ultrafeind, jemand, der das Ganze veranlasst, und eine unglaubliche Hasswelle richtet sich nun gegen diesen Herrn Julian Reichelt. Und er ist ein Journalist. Er hat das gemacht, was Journalisten machen. Er hat recherchiert. Er hatte wohl die Vermutung, dass da irgendetwas falsch ist. Und deshalb hat er eben diesen Plagiatsjäger beauftragt. Und er hat gesagt, ja, tatsächlich ist da ziemlich viel abgeschrieben worden. Und das muss aufgedeckt werden. Das ist Teil der öffentlichen Arbeit eines Journalisten. Und das ist nicht das erste Mal, dass das hier passiert in Deutschland. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Fällen. Der bekannteste, habe ich hier schon genannt, war Bundesverteidigungsminister zu Gutenberg. Und er wurde richtig fertig gemacht. Und das ist nicht der einzige Fall. Es gab eine ganze Reihe von Fällen. Und zwar aus dem christlich-demokratischen Milieu, die wurden richtig fertig gemacht, auch einige FDP-Politiker. Dasselbe hat man auch versucht mit Frau Alice Weidel zu machen, das ist nicht gelungen. Aber jetzt ist es eben ein Linker ist dran. Ja, die Süddeutsche Zeitung ist eine nicht ultralinke, aber linksliberale Zeitung. Einer aus diesem Milieu wird jetzt angegriffen mit einer Plagiatsaffäre. Und da drehen die richtig durch. Also was da abläuft in Twitter, ist nicht mehr zu beschreiben. Ja, also das ist wirklich, also es ist schwer eigentlich, das zu beschreiben, was dort an Kommentaren stehen. Ja, man merkt richtig die Wut von Leuten, die sich jetzt plötzlich angegriffen fühlen und sagen, okay, wir werden jetzt richtig eine Hasswelle gegen diesen Plagiatsjäger bzw. gegen diesen Herrn Julian Reichelt und seinen YouTube-Kanal bzw. sein Informationsportal eben machen. Also wir werden den richtig fertig machen. Ja, das heißt, Sie sehen hier diesen Hass, ja, diesen Willen zur Rache, ja, dieses linken Mobs, also anders kann man das nicht beschreiben, das ist wirklich bedrohlich. Ja, das ist die Stimmung, die wir hier in Deutschland haben. Ja, man sagt immer, ja, das erinnert an dunkelste Zeiten unserer Geschichte, und das tut es tatsächlich. Ja, hier ist ein Kollektiv, was in einer Rage sich befindet, in einem Hass gegen diesen Journalisten. Das kann man kaum in Worte fassen. Und denen ist es völlig egal, ja, dass die Linken genau das gemacht haben, mehrfach gegen christlich-demokratische oder konservative oder AfD-Politiker, das ist denen völlig egal. Wenn jetzt plötzlich jemand aus diesem linken Milieu eben angegriffen wird oder beschuldigt wird für ein Plakat, da ist die Hölle los. Das ist einfach unglaublich. Es ist wichtig zu wissen, dass das Deutschland ist, in welchem wir heute leben. Und das Ganze ist nicht mit Argumenten zu beschreiben. Das Ganze ist nicht rational. Das Ganze ist
ja, eine psychische Situation. Ja, es ist ein psychisches Ausrasten eines Kollektiven, ja, von diesen ganzen linken Leuten, die irgendwie immer dachten, wir beherrschen die Welt, wir beherrschen die öffentliche Meinung in Deutschland. Ja, plötzlich sehen sie, dass das alles wegbricht, weil sie eine Regierung haben, die völlig unfähig ist, weil sich die Leute anders artikuliert. Die Leute gehen in eine andere Richtung, als sie die Leute wollen. Und wenn sie dann außerdem noch in dieser Art und Weise angegriffen werden, rasten die völlig aus. Und da kann man sehen, die Gefahr, in welcher wir uns hier befinden. Ja, wir haben hier Aufrufe des Bundeskanzlers, des Bundespräsidenten, man müsste ja die Demokratie schützen und so. Aber merken diese Leute nicht, ja, dass wie ein Hass, ja, wie, welche Rage sich in diesen linken Blasen entwickeln kann, ja, das Ganze ist eigentlich nur noch psychopathisch zu erklären, forensisch, das kann man nicht mehr mit Argumenten beschreiben. Die ganze Hass, der sich jetzt auflädt, der sich bald gegen diesen Herrn Reichelt, warum? Weil er recherchiert hat. Das ist ein Recht. Das ist sogar gewissermaßen die Pflicht eines Journalisten. Ja, und es ist nur deshalb, weil jetzt eine Linke es getroffen hat, dass sich eben diese Wallung an Wut eben zusammenrauft. Das Ganze ist wirklich bedrohlich. Ja. Wir befinden uns wirklich in einer, ja, bedrohlichen Zeit, in einer schlimmen Zeit. Ja, und es wird immer deutlicher, dass die großen Gefahren für Deutschland nicht eben von irgendwo kommen, sondern insbesondere von diesen linken bis linksextremen Milieus, die sich offensichtlich so radikalisieren können, in so einer Geschwindigkeit, wenn so ein Fall, wenn so ein Plagiat, so eine Plagiatsaffäre entsteht, das ist einfach unglaublich, wie schnell diese Leute in einer wirklich kollektiven Wut eben sich eben befinden können, ja, und ein Hass entsteht, der wirklich, ja, Angst macht. Das ist die Situation, in der wir jetzt zurzeit leben. Und ja, aber wir müssen das durchstehen. Ja, wir müssen einfach hier standhalten und wir müssen sagen, okay, ich werde hier mich nicht beugen. Wir müssen einfach die Kraft haben, um uns nicht eben dieser, ja, Welle der Wut irgendwie gegenüber klein zu machen, sondern wir müssen eben standhaft bleiben. Ansonsten werden diese Leute eben komplett die öffentliche Meinung und das ganze öffentliche Leben in Deutschland dominieren. Vielen Dank.